Wow! Vorhin habe ich mit der Band zusammen zu Abend gegessen. Die sind nämlich schon seit um 4 hier und haben aufgebaut und geprobt und mussten sich dann zwischendurch mal stärken. Und dann sagte jemand, es war eigentlich klasse, wenn wir mal ein paar neue Lieder schreiben und dann 14 Tage in ein Studio uns zurückziehen und eine CD aufnehmen. Und dann ist ja zeitliche Belastung und so, aber eigentlich war die Idee da und die Leute waren begeistert. Und das ist ganz normal. Es ist ganz normal, dass Leute, die von ihrem Glauben begeistert sind, das ausdrücken in neuer Kunst, in allen möglichen Bereichen. Darüber haben wir auch geredet. Und auch in Musik. Immer haben Christen, wenn sie zum Glauben gekommen sind, in großer Zahl, mit einer Dynamik, auch neue Lieder geschrieben und neue Ausdrucksformen für ihren Glauben gesucht. Das fing schon an im Alten Testament, die zentrale Erfahrung des Volkes Israel, die Befreiung aus Ägypten, der Durchzug durchs Schilfmeer. Und das Erste, was sie getan haben, nachdem sie da durchgezogen war, war ein neues Lied zu singen. Ein Lobpreislied auf den Gott, der sie befreit hatte. Und man kann das durch die Kirchengeschichte hindurch sehen, überall da, wo es geistliche Aufbrüche gegeben hat, haben die Leute auch neue Lieder geschrieben. Und die Gospels von den Afroamerikanern sind entstanden, als diese gepeinigten Leute das Evangelium für sich entdeckten und erst eine innere Freiheit bekamen in der Sklaverei, die dann ja auch eine äußere Freiheit wurde, als Christen die Sklaverei erfolgreich bekämpft und beendet haben. Neue Lieder, die entstehen da, wo Gott Neues schenkt. Und das entsteht nicht, weil sie etwas Neues entdecken, sondern dann, wenn sie das alte, gute Evangelium, es gibt ein Gospel, das heißt Gimme That Old Time Religion, wenn sie das alte Evangelium neu auf sich anwenden und für sich persönlich erleben. Und es gibt ja auch eine solche zentrale Grunderfahrung des christlichen Glaubens, die total vergleichbar ist mit der Befreiung der israelischen Sklaven aus der ägyptischen Gefangenschaft. Davon ist das Neue Testament voll. Ich will mal den Lehrtext des heutigen Tages dazu lesen, weil ich finde, der bringt das unglaublich gut auf den Punkt. Aus Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Die christliche Grunderfahrung ist eine Erfahrung von: Ich war in der Finsternis und dann bin ich Jesus begegnet und jetzt bin ich raus aus der Finsternis. Und interessanterweise steht da nicht nur: Jetzt bin ich im Licht, sondern jetzt bin ich im Reich von Jesus, im Reich seiner Liebe. Also das Neue, diese zentrale Erfahrung, die in das Leben kommt, wenn ein Mensch aus der Finsternis seiner Sünden kommt, seiner Gottvergessenheit, ist Liebe. Liebe zu Gott und eine neue Liebe zu seinen Mitmenschen. Das ist nicht nur Dogmatik, das ist nicht nur Theorie, sondern das kann man täglich erleben. Ich hatte heute Morgen Glaubenskurs, einen Sondervormittag zum Thema, wie komme ich zum Glauben an Jesus? Wie kann ich das machen? Welche Schritte sind da nötig? Und dann kam ein Mann danach, wir haben so Seelsorge angeboten und dass man für sich beten und segnen und sich segnen lassen kann. Und dann kam ein Mann, 76 Jahre alt, aus dem Iran. Und ich habe den während des Glaubenskurses immer besser kennengelernt und habe auch die Veränderung in ihm gespürt. Der ist auch jeden Sonntag hier in der Kirche und der strahlt. Und ich habe schnell gemerkt, bei dem ist richtig was passiert. Der hat richtig sich verändert. Und er saß da und sagte, er hätte mal eine Frage an uns.
Reza übersetzte mich und wir und er hat dann auch mit ihm geredet und wir beide haben uns um den gekümmert. Und dann sagte er, er hat mal eine Frage an uns. Das ist ja so fantastisch mit diesem christlichen Glauben und mit Jesus. Und das sei das Großartigste, was er je in seinem Leben entdeckt hätte. Und darüber würde er sich so freuen. Aber er hat mal eine Frage an uns. Nämlich, warum die Christen in Deutschland so wenig davon reden. Also eigentlich müsste das doch bekannt gemacht werden, wie toll Jesus ist und wie großartig die Bibel ist. Und das müssen doch alle wissen. Und überhaupt in seinem Land, im Iran, da ist das ja verboten. Da müsste doch die deutsche Politik was machen, damit die das da nicht mehr verbieten können. Weil doch jeder erfahren soll, wie toll das mit Jesus ist. Ja, und dann haben wir versucht, ihm so ein bisschen zu antworten. Das müssen die Leute doch wissen. Das ist doch das habe ich jetzt erst mit 76 entdeckt. Und das hätte ich doch viel, viel früher wissen müssen. Und alle sollen das wissen. Und dann sagte Reza zu ihm, hast du auch noch ein persönliches Anliegen, für das wir beten sollen? Ja, sagt er, ich habe Zucker und ich habe Krebs, genau. Und meine Beine, das geht nicht mehr so richtig, aber ist nicht so wichtig. Lass uns mal für mein Volk beten, lass uns mal für den Iran beten, dass die das mit Jesus hören. Naja, und dann haben wir also gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir gesagt, bete doch mal erst, Bruder. Und dann hat er leidenschaftlich für sein Volk gebetet, dass die zum Glauben kommen und dass die religiöse Verfolgung da aufhört und so. Und dann haben wir für ihn gebetet. Und haben für den Iran gebetet und dass das Evangelium bekannter wird. Und dann haben wir auch noch gebetet dafür, dass Gott ihn anrührt und ihm Gesundheit schenkt und ihn seine Krankheiten nimmt. Und dann stand er danach auf und sagte, oh, also als wir gebetet haben, da kam richtig Energie in mich rein. Das kenne ich ja gar nicht. Da kam richtig Energie und ich glaube, Gott hat irgendwas mit meinen Krankheiten gemacht. Ich muss mal gucken, was da in nächster Zeit sich ändert. Also, einfach hautnah, heute Morgen, Reza, stimmt, was ich erzähle, ne? Genau. Amen. Genau diese großartige Erfahrung vom Licht in die Finsternis und alle Welt soll es wissen. Live 2018. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann ist das nicht etwas, was mal ist und dann kann man es abhaken, sondern das verändert jeden Tag. Weil dieses Licht von Jesus, in das kann ich mein ganzes Leben stellen und ich sehe alles anders. Reza hat letzte Woche seinen Schlüssel von der Gemeinde hier verloren. Und das ist natürlich immer doof. Man verliert seinen Schlüssel und ärgert sich und hat Angst. Jetzt muss der womöglich neu gemacht werden, habe ich eine Schlüsselversicherung und kann, wenn jemand falsch ist, den Schlüssel findet, nicht ganz viel gestohlen werden. Ist irgendwie blöd. Ich habe gesagt, wenn gehobelt wird, fallen Späne. Das kann jedem mal passieren, aber es ist doof. Und natürlich, als ich davon erfuhr, habe ich auch dafür gebetet, dass Reza ihn wiederfindet. Reza hat auch dafür gebetet, aber es passierte nichts. Und dann war er in der Gemeinde heute Morgen und ging irgendwie nochmal ins Gemeindehaus, kam mit einer Tüte wieder, die er da abgestellt hatte, und da drin war der Schlüssel. Der Schlüssel war wieder da und wir riefen beide, Halleluja, wunderbar, der Schlüssel ist wieder da. So eine Kleinigkeit. Aber wenn man an Jesus glaubt, dann sind diese Kleinigkeiten Liebeserklärungen von Gott und Wunder, die uns zeigen, er ist wirklich da, er lebt, er kümmert sich um unsere Sorgen und er hat uns lieb. Und dann noch eine dritte Sache, ich bin dann auch gleich am Ende. Letzten Donnerstag, also in dieser Woche Donnerstag, vorgestern, war Linda bei mir. Linda war vor ein paar Jahren schon mal bei mir. Die studiert Theologie, ist gläubige Christin und macht das, um mal das Evangelium verkündigen zu können, wenn sie Pastorin ist. Und ich hatte sie war damals zu mir gekommen, um ein bisschen von mir als alten Hasen beraten zu werden. Und jetzt ist sie fertig mit ihrem Studium und will ins Vikariat gehen und wollte nochmal sich ein paar Tipps von mir holen, wie sie da am besten reinkommt und wie es dann für sie weitergehen kann. Und dann hatten wir also einen Termin und dann kam sie. Und ich war ganz überrascht, als ich die Tür aufmachte, da war Linda und auf dem Arm hatte sie Emily. Emily, 2,5 Jahre alt, sah aber sehr viel jünger aus. Ein Mädchen mit Down-Syndrom. Und ich wurde, na Mensch, kommt das Kind jetzt hier, aber kommt mal rein.
Und dann setzte sie sich hin. Ich sagte, da steht eine Kiste mit Spielzeug. Aber Emily wollte nicht ans Spielzeug ran, sondern sie wollte am Tisch sitzen. Und dann, kaum saß sie da und ich unterhielt mich mit Linda, hüpfte sie runter, kam auf mich zugelaufen und machte... Wollte sie auf meinen Arm. Ja, klar, sage ich, komm mal auf meinen Arm. Und ja, so saß da und freute sich. Und wenn ich sie anguckte, dann machte sie immer... Sagte Linda, das macht sie, weil ich das immer bei ihr mache. Und weil sie weiß, wenn sie das macht... Dann lachen die Leute sie alle an. Und dann unterhielten wir uns und sie freute sich, saß auf meinem Schoß. Und ab und zu guckte sie mich an und machte... Und ich musste dann zurückwinken und dann freute sie sich. Und sie strahlte die ganze Zeit und das war einfach klasse. Und während des Gespräches kamen wir dann darauf, was kann hilfreich sein, um ins Vikariat zu kommen. Sozialpunkte, alleinerziehende Mutter. Ja, sagt sie, also zu Emily, da bin ich ungeplant Mutter geworden. Ich denke, na, wie ist das passiert? Und dann erzählt sie, sie hat ein Seelsorgepraktikum im Krankenhaus gemacht und da wurde Emily geboren. Und als die Eltern sahen, das ist ein mongoloides Kind, da haben sie gesagt, nee, die wollen wir nicht haben, die lassen wir gleich hier. Und dann hat Linda sie immer öfter besucht da im Krankenhaus, auch nach ihrem Praktikum. Und irgendwann war klar für sie, ich soll die Kleine zu mir nehmen, soll ihre Pflegemama werden. Und dann hat sie einen Pflegeelternkurs gemacht und jetzt ist sie ungeplant Mutter geworden, weil Emily ganz überraschend zu ihr gekommen ist. Und sie sagt, das ist so toll, Emily ist wirklich mein Sonnenschein und ich bin so glücklich darüber. Und ich dachte, wow, da sind Eltern, die wollen das Kind nicht, weil das ihre Lebensplanung irgendwie stört. Nee, Kind mit Down-Syndrom, das passt uns nicht, hätten wir uns anders gewünscht, so nicht. Und sie, angesteckt von der Liebe Jesu, liebt dieses Kind und diese Liebe von Jesus, die christliche Urerfahrung verändert einen Menschen so, dass die Welt verändert wird. Und dass da diese Liebe nicht nur den verändert und glücklich macht, der sie erfahren hat, sondern wir werden dann auch verändert. Und wir werden etwas, und da bin ich wieder beim Lobpreis, zum Lobpreis Gottes in dieser Welt und verbreiten, dürfen diese Liebe von Gott, die wir erfahren haben, weitergeben. Und deshalb hat Linda Emily lieb und deshalb sehe ich das Lächeln Gottes im Gesicht von Emily.